Kindergarten, Alter, mal. Und ich hatte eh schon so eine leichte Schmetterlingshut. Und dann hatte ich meinen Pulli ausgezogen, den dann irgendwo hingelegt, nachher ziehe ich den an. Gestern Abend so ein großer Schmetterling. Und dann echt, ich hatte richtig jahrelang Angst vor Schmetterlingen. Ach echt? Traumatisiert? Durch das Schmetterlingsmuseum da? Ja, schrecklich. Geil. Nee, mittlerweile bin ich da auch gut. Ich habe mir abends die Kleider vom Leib gerissen. Ja, sind das nicht die mit den großen Zehen, diese Dinger? Ja, ganz große Zehen. Blutsaugenden, bunten Ungetüme. So, sag mal, jetzt, also das nennt sich, jetzt stellt jetzt ein Plan umher. Welche DIN? Welches, nach welchem DIN? Das die, ich weiß gar nicht welche. DIN, was war das? Das ist das. DIN, die DIN-Norm. Rasenbau 1817. 1817. Ja, aber und dann? Ja, dann wird eingesiebt, wenn die groben Steine raus sind und das Plan ist. Oder vorher wird das abgestampft, dann wird das eingesiebt und dann wird das wieder abgestampft. Eingesiebt und was wird gesehen? Auch wieder Wildblumen? Ja, immer Wildblumen. Für genau. Die Bienen. Für die Bienen im Idealfall und für alle anderen Kleinstlebewesen und Insekten, die sich hier wohlfühlen. Alles klar. Und das ist auch ein öffentlicher, eine öffentliche Rasenfläche oder was? Das ist eine öffentliche Rasenfläche. Braucht ihr da eine Genehmigung von Hamburg Mitte? Gehe ich von aus. Ich weiß nicht, Baumgärtler, das Philipp hat das organisiert. Oder hat mich hierher geholt. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ne? So, eine Genehmigung, um das hier zu machen, brauchtet ihr? Wir sind Guerillagärtner. Was? Wir sind Guerillagärtner. Ja, das ist jetzt die Frage. Nein. Wir haben natürlich eine offizielle Genehmigung vom Bezirk zur Mitte. Nee, wirklich jetzt. Ja, ich glaube das natürlich. Denke ich auch. Sonst, ich meine, wir würden es auch sonst machen. Ja? Wir machen alles. Dann kommt doch die Polizei. Ordnungsamt stand gerade da unten. Denn Sorgen macht deine Oma, wenn du willst. Die standen da unten. Ja. Ja, weil die Jungs da unten hier grillen, ne? Weiß man nicht, was die da grillen, ne? Ob die hier liegen auf Junkies spritzen. Ja. Es ist. Ja. Deswegen, ne? So schnell kannst du gar nicht gucken hier. Ich glaube fast nicht auf den Platz. Das finde ich ja geil. So, Planum. Aber den Rand lasst ihr hier frei, oder was? Also Hintergrund, das ist eine Hecke. Eine Hecke muss man ab und zu schneiden. Das ist eine formale Hecke. Ein sogenanntes Parterre, Buxus und Pflanz, Buchsbaum. Die muss natürlich geschnitten werden. Das ist zum einen die Zugänglichkeit für den Heckenschnitt gewährleisten. Zum anderen wollen hier mit der Nähmaschine rumfahren. Ach so. Also wir haben ausreichend weiten Rand gelassen. Das ist hier mit ihrer Nähmaschine noch. Warte mal, ich mach mal eben ein Bild von der Nähmaschine. Ich sehe die nämlich da stehen. Nee, ich falle.